Okay, jetzt haben wir hier ein Criminal Arresting Dingensbummens, ne? Der macht gleich mit hier, das ist sehr, sehr gut. Alter, hat der Speed drauf hier oder was? Ich komm kaum hinterher. Mein Kollege auch kaum. So, dann bin ich wieder zu einer neuen Folge von GTA 4 LC PDFR. Und ja, wir sind wieder am in einem neuen Auto, das wollte ich eigentlich sagen. Wir sind wieder in einem neuen Auto und zwar ist das jetzt der BMW M5 von der London Polizei. Und also von aus London die Polizei, das wollte ich sagen. Also der Polizeiwagen. Okay, dann fahren wir halt nicht hin. Auch in Ordnung. Genau, das ist der Polizeiwagen davon aus London. Und ja. Da stehen noch ein paar andere Polizeiwagen. Und wie man da sieht, gibt es ihn in mehreren Ausführungen, also in sehr dunkel oder, wie ich ihn jetzt halt genommen habe, hell, weil ich finde, der sieht dunkel einfach so scheiße aus, einfach so grau, keine Ahnung. Sieht einfach nicht gut aus. Und ja, dann fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen Streife und gucken, was die Leute hier so machen. Ich weiß nicht, wieso der Typ auf der Straße läuft. Aber gut, Units report a criminal resisting arrest in Northwood. Okay, jetzt haben wir hier ein Criminal Arresting Dingensbummens, ne? Der macht gleich mit hier, das ist sehr, sehr gut. Alter, hat der Speed drauf hier oder was? Ich komm kaum hinterher. Mein Kollege auch kaum. Wobei die Kollegen kommen ja eh fast nie hinterher. Aber, oh geil, hier steht ein Inferno. Oder Infernus, oder? Alter. So, da vorne ist er. Hilfe. Ja, nice, Kollege, nice. Schießen kann man also nicht aus dem Auto, alles klar. Hilfe. So, wir müssen jetzt irgendwie noch versuchen zu kriegen. Ja gut, habe ich gesagt, dass wir die Verfolgungsjagd zu Ende machen können. Na gut, auf jeden Fall wurden wir jetzt halt wieder 30 Sekunden zurückgesetzt, wie man hier sieht. Und GTA 4 ist gecrashed. Hatten wir auch lange nicht mehr. Es war... Wie lange? Es waren bestimmt 10 Folgen oder noch mehr, länger. Also es ist sehr, sehr... Also oder zumindest kommt mir das so vor. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ist GTA 4, glaube ich, seit langem nicht mehr gecrashed. Und ja, jetzt ist es mal wieder gecrashed. Und oh, sorry. So, und ja. Jetzt ist es mal wieder soweit.
Das geht ja viel wieder. Crashed. Was ist das denn? Ah, das sind die Lichter. Nice. So. Zwei Mitteilungen. Alles klar. Ja, der. Mein Kollege rennt auch erstmal ums Auto rum. So, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Einmal. Tschüss. Ja. So. Und. So. Drei Mitteilungen, was geht denn jetzt gerade hier ab? Papi, Carmen, bla. Nachrichten, Alex, Kiki. So. 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 So, dann brauche ich mal die ID-Papers. Wo bleibt mein Kollege? Das ist klar. Ich gucke mal gleich einmal, wo mein Kollege bleibt. Ist mein Kollege hier hinten irgendwo? Am Auto oder? Gut. Eine Caution, ja, der ist eh nicht Auto gefahren. Okay, hau einfach ab. Tschüss. Tschüss. Eigentlich könnte ich ihn auch eigentlich so. Genau, dann rennen die auch weg. Tschüss. So. Jetzt mache ich mal einen kleinen Cut, würde ich sagen, um mein Auto wieder zu kriegen. Das heißt, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder im neuen Wagen mit einem neuen Kollegen. Und Hilfe. Wir können auch gleich weiterfahren. Mit dem gleichen Auto natürlich wieder. Und ja, machen die Straßen wieder sicherer. Ja. Hat er gerade gesagt, hey, wie geht's, Julian? Hat er gerade auf Deutsch geredet? Oder? Gut, oder nicht? Ja gut. Dann müssen wir weiter gucken hier. Ich fahre mal kurz rechts ran. So. Gut, ich wollte eh ablehnen. Wieso habe ich angenommen? Ich wollte eh ablehnen. Also gut, dass das jetzt was hat der jetzt gemacht? Dass das jetzt weg ist. Ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Will er hier nur über eine rote Ampel kommen? Ja, jetzt hat er ja auch Sirene wieder. Der macht nur Sirene, um über die Ampel zu kommen. Wie viel denn hat er, ne? Ja, sehr gut. Muss man irgendwie nah dran sein, damit die Sirene angeht? Ja, irgendwie schon. Ich habe keine Ahnung, was der hier gerade macht.
Fährt einfach über rote Ampeln und so. Naja, oh, ist schon doch noch. Ja. Das war noch gelb. Das war alles in Ordnung. Und was ich eigentlich machen wollte, war kurz auf der Straße stehen bleiben. Und das hier anzumachen. So. Alter, geht das hier tief runter. Alter Schwede. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Alter, was hier abgeht. So. Unpaid License. Ah gut, da steht hier am. When you via approach in on foot on transmission details via radio, the control will be dealt with. Ich guck mal, was jetzt passiert hier, wenn ich das jetzt mache, was da oben steht. So. Unpaid License. So. Press E to check the Fahrzeug. Ich will das Fahrzeug jetzt checken. Ah, jetzt macht das. Okay, dann geht hier nichts mehr. Dann würde ich sagen, catchen wir mal der Pursuit. Komm. So, hier lang. Okay, dann hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt bei dem was gemacht habe oder nicht. Aber, okay, ach, ich glaube, hier darf ich gar nicht lang fahren. YOLO, ne, hier darf ich auch ganz sicherlich nicht lang fahren. Guten Tag. Kommt einfach so einer aus der Ecke gesprungen. Alter Schwede. Oh, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Haut ab. Hey, wie soll ich denn da hinkommen? Hier, nice. Es wird ja immer enger da. So, und jetzt? Da oben will ich hin. So, dann hier runter, alles klar. So. Oh, was macht der denn da? Wieso rammt er mich denn? So. Jetzt haben wir den Weg dorthin markiert. Das heißt, jetzt müssten wir da eigentlich hinfinden. Entschuldigung. So. Einmal hier lang. Und jetzt ist er wahrscheinlich ganz woanders, ne? Ist jetzt einmal da rumgefahren, oder? Oh Gott. Einfach stehen geblieben, dann wäre das alles viel besser gewesen. Ich bräuchte vielleicht mal Unterstützung. Weil den kriege ich sonst so nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss immer hier Geister fahren. Sonst kriege ich den nicht. Ja, hier war ich gerade nicht. Nice. Oh Gott. Auto nicht mehr unter Kontrolle. Oh. Mist. Das Auto war nicht mehr unter Kontrolle. War nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Ja gut, dann...
rast man halt einfach irgendwem rein, alter Schwede, ey. Dass die hier nicht an der Seite fahren und ich nicht fahren kann gerade. Das war knapp. So, so, so. Da, jetzt bin ich ganz nah dran. Ja, Entschuldigung, alter. So. Und jetzt müsste ich eigentlich gleich da sein. Ich glaube, der hat Speeding. Also, so wie der fährt. Weil ran komme ich nur ganz, ganz langsam. So. Da hinten ist er. So. Ich will nicht zu nah ran. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt macht, wenn ich hier... Genau, der bremst nämlich sofort. So, exit the vehicle. Einmal dahin gehen. F10. F9. ID Papers, please. Ja. Alles klar, den kann ich nicht schreiben. Geschweige denn merken. So. Das war knapp. Weil lesen wir so bin so no active variants. Alles klar, das heißt F10. Die ist ja auch immer so panisch reagieren, wenn ich sage, bitte fahrt an der Seite. Das ist eine polizeiliche Maßnahme hier. Was sie als erstes machen, fahren unsere Sachen um. Aber gut, ne? So ist das halt. So. Clear the area now, people. So, weiter geht's. Alles klar, gut, dann haben wir den Einsatz auch erfolgreich abgeschlossen. So, perfekt. So, und also richtig starke Einsätze hatten wir jetzt nicht, so wie Shots fired oder irgendwie sowas. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn man hier mal keinen Schuss abgeben muss. Habe ich aber in der Schicht schon einen Schuss abgegeben? Ich glaube, das ist die erste Folge, wo ich nicht geschossen habe. Oh, ist grün. Oh. Das wollte ich machen. Ich glaube schon, das ist die erste Folge, wo ich keinen Schuss abgegeben habe. Ich wollte zwar, aber es ging ja nicht. Also habe ich es dann nicht gemacht. Und dann ist ja das Spiel gecrashed. Ganz am Anfang. Von daher habe ich keinen Schuss abgegeben, glaube ich. Ja, doch. Müsste so sein. Gut, das heißt, eine Schicht ohne Feuer. Schusswechsel, ohne Schusswechsel. Alter, das war knapp. Der vorne ist ihm reingefahren, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ganz knapp bei mir und der hinter mir hat es gerade auch. Ja, jetzt hat er mich berührt, obwohl er mich noch gar nicht berührt hat. Ja doch, hier guck mal, ich kann ihn schon nach hinten schieben, obwohl ich ihn noch nicht mehr berühre. Aber gut, das ist wahrscheinlich die Hitbox vom anderen Taxi. Ja, sieht schön aus hier. Doch.
mit dem Grafik Verschönerungstool hier. Ist schon nicht bad. Schon nicht schlecht. Okay, kann ich hier rüber jumpen? Nee, ne? Nee. Was hast du denn? So. Owners wanted. Bei wem? Bei dem da vorne. Nein, doch. Der müsste jetzt eigentlich abholen, weil Owner is wanted, ich meine. Ich meine, eigentlich müsste er abhauen. Ne, da brauchst du doch nicht stehen bleiben, Kollege. Ja, alter Schwede, ey. Der Owner is wanted und er haut nicht ab. Da schlage ich schon die Scheibe ein. Komm, mach hin. So. Einmal J, K und L. Ne, L brauche ich nicht, nur K. So. Aber. Ja, RCPD, das weiß er doch wohl. F12. Hier müsste er eigentlich kommen. Owner is wanted. Also, wanted halt. Müssen wir eigentlich auch festnehmen, wenn er jetzt nicht gewundet, also wenn er jetzt nicht gesucht wird. Null cautions. Weil der sind stop and so far. There are no active rounds. Ja, er ist jetzt nicht. Aber das, der Owner von dem Wagen ist gewundet, deswegen. So, du bleibst erstmal kurz stehen, weil du hast ein Fahrzeug geführt, was wo der Owner gewundet ist. Das heißt, du wirst erstmal in Gewahrsam genommen. Ist jetzt nicht, dass du jetzt verhaftet wirst, aber so ähnlich. Und wir müssen weg. Tschüss. So. So und so. Tschüss. Wir sagen einfach mal, der wurde jetzt abtransportiert und in Gewahrsam genommen erstmal, weil er ja ein Fahrzeug geführt hat, wo der Fahrzeug. So, hier ist ein Mugging. Stille Anfahrt. Wo ist er hin? Oh, sorry. Da hinten rennt er. So. Ich hole mal kurz meinen Schlagstock raus. Das sagen wir mal, dass der Schlagstock ist und kein Baseball. Wahrscheinlich. Ja, sehr geil. Sehr geil, Kollegen. Sehr cool. Krass. Cool. Hast du... So, weshalb auch immer das Spiel jetzt gecrashed ist. Keine Ahnung. Und da ist mein Kollege. Oh, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Ist noch meiner? Nein, ist er nicht mehr. Okay, ja, tut mir leid, sorry. Tschüss.
Und ja, das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und schreibt einen Kommentar. Das heißt, bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao, ciao. Oh. So, und ciao, ciao.